MDR Kultur. Kulturforum. Guten Abend und herzlich willkommen. Vor 100 Jahren, am 1. Februar 1907, wurde Günter Eich geboren. Der Schriftsteller und Lyriker wurde insbesondere als Rundfunkautor und Hörspielautor bekannt. Ja, er entwickelte seine Hörspiele zu dem alles überragenden Maßstab für das Genre. Mit dem Norddeutschen Rundfunk war Günter Eich eng verbunden. Zahlreiche Arbeiten wurden hier erstmalig produziert. Aber Günter Eich hat nicht nur Hörspiele geschrieben, er hat auch Prosa für den Funk bearbeitet und er hat Stücke geschrieben, die man an der Grenze zwischen Hörspiel und Feature ansiedeln kann, so dass nun folgendes Stück, Der Strom, mit dem Untertitel Von Schicksal und Zeit. Der Sendung liegt eine langjährige, bis in die 50er Jahre reichende Beschäftigung Eichs mit der Landschaft des Oderbruchs, mit Flüssen, mit dem Strom des Lebens zugrunde. Immer wieder kam er auf den Stoff zurück, wie ein roter Faden ziehen sich Motive von Abschied und Vergänglichkeit durch die unterschiedlichen Textfassungen dieses Langgedichts. Als fertige Rundfunksendung hat Günter Eich diese Hörfolge, wie die Gattungsbezeichnung lautete, nie erlebt. Sie wurde 1973 von Gisela Lindemann in Hannover produziert, ein Jahr nach dem Tode Eichs. Die Sprecher waren Susanne Eggers, Uta Maria Schütz, Rudolf Jürgen Bartsch, Günter König und Walter Kreie. Nil, Ganges, Yangtze-Kiang, Missouri, Amazonas. Mich ergreifen die Namen der großen Ströme. Ist es nur ein knabenhaftes Fernweh, das in die fremdartigen Wörter Geheimnisse hineinzaubert, die bei näherem Zusehen, und stünde man an den Ufern eines dieser ersehnten Flüsse, sich vielleicht in nichts auflösten? Wenn ich nachdenke, meine ich, es müsste noch etwas anderes sein, was mich ergreift. Der Zwang nämlich, der in diesen mächtigen, fließenden Wassern waltet und der sich nicht in einem Naturgesetz erschöpft, nachdem alles Flüssige aus der Höhe in die Tiefe strebt. Der Strom demonstriert kein Gesetz, er lebt es. Es ist sein Schicksal. So wird er in seiner Fülle mit Quelle, Ufer, Nebenfluss, Schnelligkeit, Wechsel von Strömung und Wasserstand, mit Schiff, Delta, Mündung und Meer des Gleichnisses fähig. In den ziehenden Wassern empfinden wir die unabwendbare Zeit, den Augenblick, der noch weniger als ein Punkt und immer schon Vergangenheit ist. Du rinnst wie melodische Zeit, entrückst mich den Zeiten. Fern schlafen mir Fuß und Hand, sie schlafen an meinem Phantom. Doch die Seele wächst hinab, beginnt schon zu gleiten, zu fahren, zu tragen. Und nun ist sie der Strom, beginnt schon im Grundsand, im Grauen, zu tasten mit schwebend gedrängtem Gewicht. Beginnt schon die Ufer, die auf sie schauen, spiegelnd zu haben und weiß es nicht. In mir werden Eschen mit langen Haaren, voll mönchischer Windlitanei, und Felder mit Rindern, die sich paaren, und balzender Vögelgeschrei. Und über Gehöft, Wiese, Baum ist viel hoher Raum. Fische und Wasserratten und Lurche ziehen seine Träume durch ihn hin. So rausch ich in wärmender Erdenfurche. Ich spüre schon fast, dass ich bin. Wie messe ich, ohne zu messen, den Flug der Tauben, so hoch und tief er blitzt, so tief und hoch mir ein. Alles ist an ein Jenseits nur Glauben, und du ist ich, gewiss und rein. Zuletzt steigen Nebel und Wolkenzinnen in mir auf wie die göttliche Kaiserpfalz.
Ich ahne, die Ewigkeit will beginnen mit einem Duft von Salz. Auf der Straße, die nach Süden führte, wanderte ich fort und fort, 3 Tage lang, bis ich den großen Strom erreichte. Schon Stunden vorher kündigte er sich durch mancherlei Zeichen an, durch Dinge, die einem Flussbewohner vielleicht nicht bemerkenswert erschienen wären, mir aber das Herz schneller schlagen ließen und mich in eine unruhige Erwartung versetzten. Ich vergaß die Müdigkeit und die Schwere meines Reisebündels und beschleunigte meinen Schritt. Mein Heimatdorf liegt in einem so trockenen Landstrich, dass ich heute nicht mehr recht begreife, warum sich Menschen dort ansiedelten. Vielleicht war es früher anders. Aber heute gibt es keine Quellen in Poyang. Das Wasser wird mit Eimern an langen Ketten aus sehr tiefen Brunnen geschöpft. Das ist mühsam im Vergleich zu den Wasserleitungen in Shanghai. Und auch, wenn man nur an eine klare Gebirgsquelle denkt, die einem handnahe ist und von erfrischender Kühle. Damals jedenfalls kannte ich nur die Brunnen meiner Heimat und die dürre Erde mit dem spärlichen Graswuchs. Alle Pflanzen sahen dort aus, als sei ein Feuer über sie gegangen und habe sie versenkt. Meine armselige Heimat. Noch nicht lange weiß ich, dass ich sie liebe. Die Zeichen, die den großen Strom ankündigten, waren Wiesen von festerem Grün. Vereinzelt blühten gelbe und rötliche Blumen darin, Gebüsche und immer kräftigerer Baumwuchs, Weiden mit silbernen Blättern, vereinzelte Tümpel und ein rotfüßiger Storch, der bedächtig mit gesenktem Schnabel dahinging. Ja, ich ahnte, dass ich mich dem Strome näherte. Und ich dachte an die Worte meines Vaters, am Yangtze wirst du dein Glück finden. Ich hatte es eilig, zu meinem Glück zu kommen. Ich wusste damals noch nicht, dass die Geschwindigkeit dabei recht unwichtig ist. Jedenfalls habe ich es bis heute noch nicht erreicht, ohne dass ich im Geringsten an den Worten meines Vaters zweifle. Vielleicht setzt sich aber auch das Glück aus vielen kleinen Dingen zusammen, die man unbescheidenerweise nicht beachtet. Es ist also möglich, dass ich es schon hinter mir habe. Denn an solchen kleinen Dingen hat es nicht gefehlt. Ich denke an das Lächeln an links meiner kleinen Tochter, an den Wein, mit Freunden vom Jehol-Tempel getrunken, an den Geruch der Erde nach dem Frühlingsregen, aber auch an den ersten Anblick des großen Stroms. Die Weiden wurden höher und dichter, und geduldig meinte ich immer, hinter dem nächsten Gebüsch müsse das Wasser aufblitzen. Hätte ich damals schon von dem großen Strom zu lernen gewusst, ich hätte die Tugend der Geduld schon früher besessen. Niemand begegnete mir. Es war keine große Straße, die ich dahin zog. Ich fürchtete schon, in die Irre gegangen zu sein, obwohl die Karrenspuren, denen ich folgte, doch deutlich genug waren. Endlich war er da, der Fluss. Und obwohl ich ihn doch lange erwartet hatte, erschrak ich zutiefst, als ich ihn erblickte. Nicht, dass mich seine gewaltige Breite erschreckt hätte. Meine Fantasie hatte ihn mir groß genug gezeigt. Aber ich hatte törichterweise einen ruhigen, blanken Wasserspiegel erwartet, einen See mehr als einen Fluss. Hier aber floss es. Mit sichtbarer Geschwindigkeit schoss das gelbe Wasser dahin und einen Augenblick schwindelte mir vor solcher Gewalt. Wohin wollte das? Mir schien diese Bewegung unnütz und gegen alle Vernunft. In einem jähen Blitz begriff ich das Schreckliche der Welt. Ich legte mein Bündel ab, setzte mich darauf und mir liefen plötzlich die Tränen aus den Augen. Dennoch meine ich heute, es sei eine Stunde des Glückes gewesen. Das Schreckliche der Welt hat zugleich seinen Trost in sich. Später ging ich näher an das Ufer, bis heran an die ziehenden Wasser. In einem Einfall des Augenblicks schöpfte ich eine Handvoll und kostete davon. Es schmeckte, wie eben die Welt schmeckt. Dann ging ich weiter, am Ufer entlang und meinem Leben entgegen. Musik.
Einen Becher voll schöpften wir aus dem Strom, tranken zaubersgewärtig altheiliges Wasser, da wir zum ersten Male nach fröhlicher Wanderung fern von Hügeln der Heimat die silbernen Ufer betraten. Trank unvergesslich. Es schmeckte laulig. Verloren hatte sich längst des Ursprungs Frische und vieler Ufergeschmack zum Tropfen gemischt. Und doch ging's wie geschmolzener Altschnee über die Zunge, trüb kühl, ein Erinnern an ferne und fast schon verschollene Zeit. Und Erzählungen glich es der Erde, das Schiefer darein schmeckte und Lehm. Hinab woge, verflossen Flut, daraus ich geschöpft. Wohin, fast ein Leben, entschwanden die ernsten Jahre. Althingereiht bücken sich noch im Wind die strähnigen Uferweiden, und aus der Kindheit Land laufen die Bäche noch her, unversieglich, nach alter Sehnsucht. Spielend gaben wir einst leichte Boote den raschen Unruhigen mit, gestickt aus maizarten Blättern des Buchenhains oder schön mit Bänken, geschnitzt aus rötlicher Kiefer. Zu Abenteuern fuhren sie da hinab. Sie freilich sind untergegangen am nächsten Wehr, aber Gedächtnis so spät bringt noch die Welle. Kann es eine schönere Jugend geben, so sagte sich Emil oft, als die am Ufer eines großen Flusses? Gibt es ein zauberhafteres Spielrevier als die Schilf- und Weidendickichte, die Mücken- und Kaulquappengründe der Altwasser, den Deich, an dessen Hang die Mäuse huschen, die Buhnen, auf denen man bis in den Strom hineinwandern kann und an deren Spitze die Wasser strudelnd sich brechen und vorbeischießen? Die Rauchfahne der Schlepper wirbelt dunkel einher, und neben dem schweren Ruderbalken der Kähne ist bunte Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Manchmal winkt ein Kind vom Schiff, und man beneidet es. Hier hat man gute Spielgefährten. Da ist Friedrich, der schwimmen kann und Flöten aus Weidenholz schnitzt. Da ist Karl, der ohne Angst Ringelnattern und Frösche in die Hand nimmt. Da sind die beiden Mädchen Ulrike und Gertrud, braun und sommersprossig beide, die immer vor irgendetwas Angst haben. Da ist dieser und jener, der nicht immer bei den Spielen dabei ist. Vor allem aber ist noch Spitz da, der Hund, der unermüdlich ins Wasser springt und hineingeworfene Holzstücke freudig herbeischafft. Im Winter lernt man auf den Altwässern Schlittschuh laufen, worin Ulrike schon eine Meisterin ist. In einem kurzen Röckchen schwebt sie schwerelos in anmutigen Bögen und dreht sich gar wie ein Kreisel um sich selbst. Die Kinder waren sicher, dass sie mit diesen Künsten eines Tages die Welt erobern würde. Eines Winters, so erinnerte sich Emil, war der Fluss zugefroren und die Eisschollen stauten sich und türmten sich übereinander. Man konnte darin umherklettern und bis ans andere Ufer wandern. Das war für ihn das Schönste. Für die anderen freilich war es noch aufregender, als das Eis gesprengt wurde, als sie vom Deich aus zuschauten, immer wieder verjagt und auf immer neuen Wegen wieder herangekommen. Da legten behelmte Männer Zündschnüre bis ans Ufer und auf einmal spritzten Eisfontänen hoch und sie schafften es wirklich, dass die Wasser wieder in Bewegung kamen. Gewiss, das war auch schön, besonders abends an der Fährlampe, wenn die weißen Schollen gespenstisch auf der dunklen Flut herangeschwommen kamen und wieder im Unbekannten verschwanden. Aber ihm tat es leid, denn für ihn war ja das jenseitige Ufer der Inbegriff der geheimnisvollen Welt. Er zweifelte nicht, dass drüben die Abenteuer lauerten, von denen aus Büchern und Geschichten zu hören war, dass drüben andere Wesen wohnten, vielleicht Menschen mit mehreren Köpfen und Hunde, die sprechen konnten. Dass ihm darüber nichts zu Ohren kam, war ihm nur ein Beweis mehr für die Richtigkeit seiner Gedanken, und er zweifelte auch nicht, als er schon ein paar Mal mit der Fähre drüben gewesen war und alles ebenso angetroffen hatte wie daheim. Die Hunde bellten und die Menschen trugen ihren einzigen Kopf einzeln und armselig auf dem Hals. Das waren Täuschungen, die darauf abzielten, den Eingeweihten zu verwirren. Ihn konnte man nicht so billig in das Licht führen. Im Grunde aber lebte Emil, der 50-Jährige, noch im gleichen Glauben wie der Knabe Emil. Neugierig eilt er ans Fenster des Zuges, wenn er über eine Brücke fährt. Und
Unter den eisernen Bögen strömt der große Fluss. Ist nicht doch alles anders an den Ufern, wohin er jetzt gelangt? Steig ein in das heitere Boot. Es ist nicht die Charonsphäre. Du selbst hast die Planken in deinem Traume gezimmert. Sie halten. Der Kiel berührt kaum die Strömung. Zaudre nicht. Sieh die Welle, die Stunde verrinnt. Während am anderen Ufer das Leben dich wilder erwartet. Willst du zurück nicht in die Mühen landeinwärts, wage dich über den Strom. Sieh, alles Geträumte, drüben ist es die Wirklichkeit. Die Farben sind tiefer, die Freuden ohne Ernüchterung. Eines nur fehlt, der Kummer. Steig ein. Es verwirrte mich sehr, als mir eines Tages der Fährmann erklärte, wie die Schleppschiffe sich fortbewegten. Wenn ich ihn recht verstand, lag also auf dem Grunde des Stromes eine lange Kette, die von der Quelle bis zur Mündung reichte. Und diese Kette wurde über die Schiffe geleitet, wo sie sich um Trommeln schlang, die von den Maschinen des Schiffes bewegt wurden. So zog sich das Schiff gleichsam an der Kette flussauf. Diese lange Kette schien mir ungemein verwunderlich und war mir lange Zeit ein Gegenstand der Neugierde. Ja, ich konnte es vom Ufer aus sehen. Über die Schlepper lief wirklich eine Kette. Aber was war das kurze Stück, das ich erblickte, gegen ihre gewaltige, verborgene Länge? Ein wenig empörte mich die Vorstellung, denn das war doch so, als habe man den Fluss wie ein Haustier an die Kette gelegt, den großen, mächtigen Fluss. Musste er sich das wirklich gefallen lassen? Vergangene Zeit der Knabenjahre. Immer war er mir nahe, der Fluss. Winde umfuhren ihn, Donner schlug auf ihn ein, Regen mengte sich zärtlich mit ihm. Erinnerungen an heiße Nachmittage, Kahnfahrer schossen vorbei. Langsam und träumerisch sog man die Luft ein, die einen zutraulich umstrich. Eine leichte Brise rauschte kaum hörbar durch die Müdigkeit und kühlte das Blut in den Gelenken. Von Insekten zerstochen erhob man sich, jagte Ringelnattern und fuhr sich geheimnisvoll erregt über die knisternde Haut. Nachts riefen einander die Nachtigallen von Ufer zu Ufer zu. Schilffeuer brannten. Männer hockten im Kreis und brieten Barben, lachten und fluchten und schlugen sich auf die Schenkel. Korn roch weithin und mischte sich im unsichtbaren Wind mit dem Geschmack von wilden Rosen und Nusslaub. Unvergessenes Bad im Fluss, wenn man nackt zwischen Wasserpest und Froschlöffel trieb, den Morgenstern überm Scheitel und von Nebelstreifen umzogen. Und die Schatten der Liebenden aus den Wiesen huschten. Die Frösche in den Altwässern, sie sind so laut, dass ich dich nicht höre. Sie sollten noch lauter sein. Ich will nichts versäumen, was du sprichst, Juana. Es sind keine Weisheiten. Aber gewiss etwas Wichtiges. Du sollst nicht übertreiben, Pedro. Du hast es schon oft gehört. Also hast du gesagt, dass du mich liebst? Ja, Pedro. Ich aber soll die Frösche hören. Sieh. Es ist gerade so hell, dass ich meine, ich könnte die Sterne sehen, wie sie sich in deinen Augen spiegeln. Hörst du nichts? Nein, ich meine nicht die Froschmusik. Was dann? Ich weiß es nicht. Was hast du, Juana? Sind deine Augen nass? Nichts. Dein Herz schlägt schneller. Hörst du nicht eine Musik? Wie von einer Weidenflöte? Nein. Vielleicht täusche ich mich. Es wäre gut, wenn ich mich täuschte. Wie meinst du das? Ich habe Angst. Halte mich fester, Pedro. Angst? Wovor? Vor der Musik, die ich höre. Sie kommt vom Fluss her.
Ich höre nichts. Wer sollte es auch sein? Und was ginge es uns an? Mich ginge es an. Mein Vater ruft mich so. Dein Vater? Ja. Du sagtest immer, Juana, du habest keine Eltern. So wie Menschen Eltern haben, habe ich keine. Mein Vater ist der Fluss. Der Fluss? Ich habe es dir immer verheimlicht. Dein Vater ist der Fluss? Ja, Pedro. Entschuldige, Juana, aber das verstehe ich nicht. Ich bin kein Mensch. Das weiß ich ziemlich genau, dass du ein Mensch bist. Ja, ich habe menschliche Gestalt, aber nur für eine Stunde. Für eine Stunde? Ich kenne dich seit einem Jahr. Für uns ist das eine Stunde. Mein Vater ließ mich für eine Stunde hinaus. Heute ist sie um. Und er ruft dich zurück? Ja. Ich fürchte es. Mein Gott, was höre ich da für merkwürdige Dinge? Nicht wahr, Juana? Du erzählst mir Märchen. Ich möchte so gern bleiben, Pedro. Das ist doch alles Unsinn, nicht wahr? Oder hast du Fieber? Vielleicht lässt er mich etwas länger draußen. Juana, sprich vernünftig. Du willst dich über mich lustig machen. So etwas gibt es doch gar nicht. Du musst ab und zu an mich denken, ja. Und du? Ich vergesse dich. Ich bin kein Mensch. Aber was bist du dann? In deinen Augen ein Nebel über dem Fluss oder eine Wolke? Ich halte dich fest. Jetzt ist es ganz still. Liebst du mich? Ja. Behielte ich doch eine Erinnerung daran. Aber wenn es wahr ist, warum kannst du nicht wiederkommen? Ja, ich kann wiederkommen. Aber dann bist du nicht mehr und es leben andere Menschen. Ich aber möchte dich. Und ich möchte niemand als dich. Und wärst du selbst eine Welle im Fluss oder ein Stein oder die Wolke vom Mond? So sehr liebst du mich? Ja. Gott sei Dank, dass das alles nicht wahr ist. Gott sei Dank, dass ich ein Mensch bin. Du hast mich erschreckt, Juana. Ich glaubte es nicht, aber ich war dennoch erschrocken. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Theater kam. Eine Laune, du musst entschuldigen. Ich verstehe mich selbst nicht. Ach, Pedro. Es ist so schön, dass ich ein Mensch bin und dass wir uns lieben. Hörst du es? Ja. Wie merkwürdig. Tochter, wo bist du? Komm zurück. War da nicht eine Stimme? Ich habe nichts gehört. Tochter, Tochter. Mir ist merkwürdig zumute, Pedro. Jetzt habe ich wirklich Angst. Eine furchtbare Angst. Wenn ich nun doch kein Mensch wäre und hätte es vergessen. Tochter. Ja, Vater, ich komme. Was rufst du da, Juana? Oh, Pedro. Juana, wo bist du plötzlich? Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin der Nebel über dem Fluss. Ich bin die Wolke. Der junge Mann aus Brasilien, der sich in die Tochter des Flusses verliebte, hat Glück gehabt, dass sie sich rechtzeitig in nichts oder in ein wenig Wasserdampf auflöste. Mir ist es schlechter ergangen. Ich war mit einer Flussgöttin verheiratet. Das heißt, ich bin es noch. Denn ich bin sicher, dass Aquabella noch lebt, wenn auch seit vielen Jahren kein Mensch auf dieser Erde mehr etwas von ihr gehört und gesehen hat. Ich sage, mir ist es schlechter gegangen, aber ich könnte auch sagen, besser. Offen gesagt wäre ich froh, wenn sie wieder auftauchte, denn sie war schön und liebevoll und wir waren uns zugetan. Aber sie hatte ihre Eigenarten und ich möchte niemandem raten, sich mit einer Wasserfrau einzulassen, wenn er nicht ein übermenschliches Maß von Geduld hat.
Aquabella stammte in gerader Linie vom Orinoco ab, ihr Großvater war der Amur, die Großmutter mütterlicherseits die Loire. Auch zur Donau und Theiß sowie zur Aller hatte sie verwandtschaftliche Beziehungen. Sie war sehr stolz auf ihre Abstammung, nur die Verbindung zur Aller erwähnte sie ungern. Diese schien einem Fehltritt oder einer Mésalliance eines ihrer Vorfahren zu entstammen. Ich lernte Aquabella auf einer Gesellschaft kennen, die der amerikanische Botschafter in Lissabon zu Ehren des Internationalen Wasserwirtschaftlichen Kongresses gab. Von meiner Seite aus war es eine Liebe auf den ersten Blick und Aquabella. Aber nein, ich will ja keine Liebesgeschichte erzählen und auch nicht davon, wie Aquabella mit ihrer ganzen Fluss- und Wasserverwandtschaft brach, um mich zu heiraten. Nein, ich will nur ein wenig von den Schwierigkeiten berichten, die sich während unserer Ehe trotz aller Liebe ergaben und möchte damit den einen oder anderen jungen Mann nachdenklich machen, der sich in ein ähnliches Abenteuer zu stürzen gedenkt. Einige Jahre später also sehen sie uns verheiratet. Wir hatten zuerst recht wenig Geld und konnten uns keine Aufwartung leisten. Aquabella musste selbst die Wohnung in Ordnung halten und das war furchtbar. Nicht, dass sie unordentlich gewesen wäre, im Gegenteil. Eimerweise goss sie das Wasser über die Dielen, dass es durch die Ritzen der Wohnungstür hinaus und über die Treppe hinabfloss. Das Parkett faulte in kürzester Frist, die Teppiche waren immer feucht und in aller Unschuld legte Aquabella damals den Grundstein zu meinem Rheumatismus. Natürlich drang das Wasser in die darunterliegende Wohnung. Die Mieter beschwerten sich und wir mussten ausziehen. Wir wechselten 6-mal die Wohnung, bis es mir gelang, ein kleines Haus zu mieten, das ich später kaufte. Glücklicherweise hatten wir dann ein Dienstmädchen, sodass es mir gelang, den Schwamm aus dem Hause fernzuhalten. In dieser Zeit beschäftigte sich Aquabella mit großem Vergnügen in der Küche. Sie hielt sich für eine gute Köchin, und das mag ja auch sein, aber sie verschmähte alle festen Speisen, und ich aß morgens, mittags und abends raffinierte Wassersuppen, die mich so aufschwemmten, wie es für den Ehemann einer Flussgöttin nicht recht ziemlich ist. Oder vielleicht gerade? Ich weiß es nicht. Die übrige Zeit verbrachte sie vorzugsweise in der Badewanne. Und auch nachts war sie nur schwer zu bewegen, sich in ein normales Bett zu legen. Ich habe nichts gegen ein Bad. Es dient der Hygiene, ist gesund und erhöht das Wohlbefinden. Aber das alles freilich nur, wenn es die richtige Temperatur hat. Aquabella bevorzugte es eiskalt und konnte das stundenlang ertragen. Im Laufe der Jahre gebar mir Aquabella 3 solcherweise in kaltem Wasser statt im Ehebett gezeugte Kinder. Theo, Undosa und Aquamarin genannt. Sie machen mir viel Freude, besonders da sie in mancher Hinsicht nach mir geschlagen sind. Das Bad jedenfalls bevorzugen sie schon lauwarm. Aquabella zog sie mit Wassersuppen groß und obwohl mir das im tiefsten Innern missfällt, kann ich nicht leugnen, dass es ihnen gut bekommen ist. Als es uns besser ging und wir uns hin und wieder eine kleine Reise erlauben konnten, war es mit uns beiden auch recht schwierig. Ich bevorzugte das Gebirge, während Aquabella an den eintönigsten Stellen des flachen Landes an irgendeinem großen Fluss angelte oder die Kinder, bevor sie richtig laufen konnten, im Schwimmen unterwies. Übrigens hielt ich es nie lange allein im Gebirge aus, sondern lernte es, Quappen mit der bloßen Hand und im Tauchen zu fangen, was meinen Rheumatismus weiterhin vermehrte. Das war in der Zeit, als Aquabella, verführt durch den Namen Wasserstoff, begann, ihr Haar zu färben. Gott sei Dank konnte ich sie davon abbringen, indem ich sie bei ihrer weiblichen Eitelkeit packte. Aquabella hatte keine Freundinnen. Es war auch schwer, mit ihr über vernünftige Dinge zu reden, wie Fußball, Napfkuchenrezepte und Filmstars. Allenfalls brachte sie für Badeanzüge etwas Interesse auf. Und wenn jemand sie besuchte und in ihr Zimmer geführt wurde, mein Gott, wie sah es da aus? Das war nicht das Zimmer einer Dame mit Spiegeln, Kleiderschrank, Toilettentisch, nein. Hohe Regale nahmen die Zimmerwände ein, die mit Flaschen und Fläschchen dicht gedrängt vollstanden. Wie andere Leute Briefmarken, so sammelte Aquabella Wasser. Wasser nämlich aus allen Flüssen der Welt. Jede Flasche war etikettiert. Die ganz großen, bauchigen zeigten Aufschriften wie Amazonas, Nil, Mississippi, Yangtze-Kiang und so fort. In etwas kleineren bewahrte sie Originalwasser von Wolga, Donau, Po und Guadalquivir auf. Und je kleiner die Flüsse, desto kleiner waren die Flaschen. Die Leine zum Beispiel war ein Tropfen in einem Miniaturgefäß. Sie unterhielt einen ausgedehnten Briefwechsel mit Wasserlieferanten aus aller Welt. Und ich weiß noch, was ich ihr für eine Freude bereitete, als ich ihr einmal zu Weihnachten Wasser aus dem Kasuku schenken konnte, einem linken Nebenfluss des Kongos. Ich hatte es aus London für schweres Geld bezogen und vermute,
dass es aus einer Wasserleitung in Greenwich oder Chelsea stammt. Ach, Aquabella, wie reizend aber warst du, als du dich freutest. Tja, solche Dinge kann man erleben, wenn man mit einer Flussgöttin verheiratet ist. Eine solche Ehe hat ihre Vorzüge, aber sie ist auch anstrengend. Ich will mich nicht noch weiter über mein Rheuma verbreiten. Von mir aus könnte es noch schlimmer sein, wenn ich damit Aquabella zurückrufen könnte. Ob sie manchmal Sehnsucht nach mir und den Kindern hat? Ja, eines Tages verschwand sie. Es war auf unserer ersten Schiffsreise zwischen Bermuda und den Azoren. Aquabella war sehr glücklich, dass es ringsum nichts als Wasser gab. Sie war kaum von der Reling wegzubringen. Ich stand neben ihr, als sie ins Wasser sprang. Es war Vormittag und die See war spiegelglatt. Sie packte mich plötzlich am Arm, deutete auf das Meer hinaus, wo ich mit dem besten Willen nichts Besonderes bemerken konnte, und rief: »Meine Eltern!« »Ich sehe nichts«, sagte ich. Sie meinte: »Ich muss Ihnen guten Tag sagen.« Und damit war sie auch schon über Bord. Ich sprang völlig überflüssigerweise hinterher, wahrscheinlich in dem Gefühl, das gehörte sich so. Mich fischte das Rettungsboot wieder auf, aber von Aquabella fand man keine Spur. Seitdem hält mich die Welt für einen Witwer, was natürlich ganz irrig ist. Aquabella planscht gewiss mit ihrer göttlichen Verwandtschaft in irgendwelchen Meeren oder Flüssen. Sie wird eines Tages wiederkommen und sagen, dass sie sich etwas verspätet habe. Das muss man schon einer gewöhnlichen Frau verzeihen. Wie viel mehr einer Göttin. Bei den Griechen waren die Flussgötter Söhne des Okeanos und der Thetis, wohnten in den Tiefen der Flüsse oder in Felsgrotten nahe der Quelle. Ihnen eignete die Kunst der Verwandlung, die Gabe der Weisheit und der betörenden Musik. Ein Floß schwimmt aus dem fernen Himmelsrande. Drauf tönt es dünn und blass, wie eine alte, süße Sarabande. Das Auge wird mir nass. Heut fährt der Gott der Welt auf einem Floße. Er sitzt auf Schilf und Rohr und spielt die sanfte, abendliche, große und spielt die Welt sich vor. Er spielt das große Licht der Welt zur Neige, tief aus sich her den Strom, durch Ebenen mit der Schwermut langer Steige und Ewigkeitsarom. Er baut die Ebenen und ihre Städte mit weichen Mundes Ton, und alles werden bis in dieses Späte verspielt sein und verlohn. Doch alles wie zu stillendem Genusse den Augen bloß, dem Ohr. So fährt er selig auf dem großen Flusse und spielt die Welt sich vor. So fährt sein Licht und ist bald bei den Größern, Orion, Schwan und Bär. Sie alle scheinen Flöße schon mit Flößern der Welt ins leere Meer. Bald wird die Grundharmonika verhallen, die Seele schläft mir ein. Bald wird der Wind aus seiner Höhe fallen, die Tiefe nicht mehr sein. Der Strom war gütig, er war wie ein Vater. Er schenkte uns die Fische, die er uns ins Netz und in die Reusen trieb. Aale, Hechte, Bleie. Wir verkauften sie an den Händler in der Stadt und hatten einen kleinen Gewinn. Im Stall, der landeinwärts neben der Hütte lag, mästeten wir ein Schwein, und jetzt war auch eine Kuh da, und wir hatten einen Acker jenseits des Deichs gepachtet und mit Mais bestellt. Das kam alles vom Fluss, weil er uns die Fische gab. Einmal, an einem guten Morgen, hatten wir 3 Zentner Aale. Serafima war zufrieden mit uns. Der Strom war gütig, und wir sagten das auch oft. Aber vielleicht war das nicht genug, und wir waren doch undankbar. Manchmal denke ich, wir hätten ihm hin und wieder einen Korb Aale zurückgeben sollen oder einige Münzen in seine Tiefe werfen. Wir taten es nicht. Und wie viel mehr mussten wir später stattdessen zahlen? Kein Zweifel, wir hatten ihn erzürnt, ohne es zu wollen, ohne es zu wissen, rein aus Nachlässigkeit. Aber in dem Augenblick, als er durch die geschlossenen Fenster klirrend in unsere Hütte kam, wussten wir es alle. Serafima wusste es, Gregor und ich. Nur der kleine Paul war unschuldig, Serafimas und Gregors Sohn.
Und unschuldig war auch das Kind in Serafimas Leib, von dem ich hoffte, es würde mir ähnlich sehen. Aber es ist nicht das Los der Unschuldigen, verschont zu bleiben. Die Glocke im Dorf hatte an jenem Spätherbstabend geläutet. Wir hatten sie zu vernehmen geglaubt, während der Regen eintönig an die Fenster schlug. Uns ging das nichts an. Wir lebten außerhalb dieser Ordnung und die Bauern verachteten uns. Serafima hob kaum den Blick von der Zeitung, in der sie las. Sie saß im Schein der Petroleumlampe und strickte im Lesen. Der kleine Paul schlief auf dem Sofa unter seiner Decke. Gregor saß neben dem Ofen. Wir hatten seit einigen Tagen zu heizen angefangen und er liebte die Wärme. Ich lag im Dunkeln auf der Bank neben der Tür. Jeder war auf seinem abendlichen Platz. Wir hatten unsere Gewohnheiten. Ich war in Halbschlaf gefallen und wurde hellwach durch ein Geräusch, das ich im Hausflur zu vernehmen glaubte. Ich richtete mich auf. Gregor war lauschend aufgestanden und Serafima hatte ihr Strickzeug sinken lassen. Plötzlich war es, wie wenn es an die Tür klopfte. Durch die schmale Türritze schoss Wasser auf den Fußboden. Es klopfte 2-3 Mal an das Fenster und die Scheiben klirrten. Serafima sprang auf, lief zum Sofa und zerrte Paul in die Höhe. Im gleichen Augenblick brachen die Fenster und der Fluss kam herein in armdicken Strahlen. »Die Lampe«, rief Serafima Gregor zu. »Und zu mir, hol die Kuh aus dem Stall, Nikolaus.« Es war gut, dass Serafima wusste, was zu tun war. Die Gewalt des Wassers hatte mich an den Türrahmen geworfen, mir dröhnte der Schädel und das Blut lief mir über die Augen. Ich stemmte mich mit aller Gewalt gegen die Tür, um sie zu öffnen. »Die Kuh aus dem Stall«, dachte ich. Und es war sehr beruhigend zu wissen, was ich jetzt zu tun hatte. Die Tür ging auf und gab den Weg für den Bach frei, der durch den Hausflur strömte und nun einen Seitenarm ins Zimmer entsandte. Ich stolperte hinaus. Die anderen mussten dicht hinter mir sein. Die Lampe leuchtete mir. Ich verlor den Boden unter den Füßen. Die Flut erfasste mich und trug mich fort. Am Pfosten der Hintertür konnte ich mich noch einmal halten. In der Finsternis gurgelte und brodelte es. Die Kuh aus dem Stall, dachte ich, und ließ los. Wenn ich Glück hatte, musste mich die Strömung an die Ecke des Stallgebäudes treiben. Vielleicht konnte ich mich an der Stallmauer entlang arbeiten und den höher gelegenen Eingang erreichen. Vielleicht aber riss mich die Flut am Stall vorbei in den Strom hinaus. Die anderen mussten mir folgen. Es gab keine Wahl mehr. Ich prallte unsanft gegen die Mauer und krallte mich fest, um nicht von den Wirbeln fortgezogen zu werden. »Hier«, schrie ich, »Serafima!« Aber ich hörte nichts im Rauschen der Flut. Das Licht war erloschen. Es gab nichts als Finsternis und die Mauer, die ich an meinen blutenden Fingern fühlte. »Die Kuh aus dem Stall«, dachte ich, und stemmte mich gegen das Wasser. Langsam kam ich höher. Die Flut reichte mir nur noch bis an den Bauch, bis an die Schenkel. Auf einmal hörte ich die Kuh brüllen, und dieses Zeichen von Leben gab mir Mut. Wenn ich Glück hatte, war auch das Schwein nicht ertrunken. Vielleicht konnte ich es auch retten. Oh, ich hatte viel Glück. Ich brachte beide Tiere auf den Deich. Der Strom wollte sie nicht. Er wollte auch mich nicht und Gregor nicht. Er wollte Serafima, die ein Kind in ihrem Leibe trug, und es sollte mir ähnlich sehen. Und er wollte den kleinen Paul, Gregors und Serafimas Sohn, deren Liebe kein Priester gesegnet hatte. Oh ja, ich hatte viel Glück. Ein schreckliches Glück. Nie wäre mir der Gedanke gekommen, ich dürfe etwas anderes tun, als was Serafima befahl, die Kuh aus dem Stall. Was aber befahl sie denn jetzt? An wen sollte ich mich halten? Sie waren von der Flut in den Strom hinausgetrieben worden. Gregor kam unterhalb des Dorfes an Land. Ich sah ihn erst gegen Mittag des nächsten Tages wieder. 4 Wochen später verließen wir den Strom, Gregor und ich, und nahmen unser altes gemeinsames Vagabundenleben wieder auf. Wir hatten viel Geld für den Winter. Die Kuh hatte 50 Dinar eingebracht und das Schwein 12. Aber wir freuten uns nicht darüber.
Im Frühjahr des Jahres 1802 kommt in das Haus des hamburgischen Konsuls Daniel Christoph Meyer in Bordeaux ein deutscher Hauslehrer. Ein 32-jähriger blasser Mensch, der Theologie studiert, aber sich nie um eine Pfarrstelle beworben hat. Seit Jahren lebt er von Privatstunden, philosophischen Kursen und mehr noch von der Unterstützung seiner Freunde. Dies ist seine vierte Hauslehrerstelle. Wie der Konsul erfahren hat, hat sich der Professor Schiller in Jena für den jungen Mann eingesetzt, der Gedichte geschrieben und sogar einen Roman veröffentlicht haben soll unter dem Titel Hyperion oder Der Eremit in Griechenland. Es heißt, das sei recht krauses Zeug, aber wenn er die Kinder ordentlich unterrichtet, soll das den Konsul nicht kümmern. Aber er hat rechten Ärger mit diesem Friedrich Hölderlin gehabt. Zuerst war man ganz zufrieden mit ihm, er war bescheiden, vielleicht etwas zu sehr in sich gekehrt, aber die Kinder mochten ihn. Nach einigen Wochen bemerkte man eine Unruhe an ihm. Er war fahrig und geistesabwesend, verstand nicht, wenn man ihn anredete und gab keine oder falsche Antworten. Er war wie jemand, der vergeblich auf etwas wartet. Stundenlang ging er außerhalb der Stadt und an der Garonne spazieren, mit sich selbst sprechend und heftig gestikulierend, wie man der Konsulin berichtete. Eines Morgens, Anfang Mai, war er verschwunden und kam nicht wieder. Es dauerte Wochen, bis man endlich einen neuen Hauslehrer bekommen konnte. Dieser schrieb keine Gedichte, ging nicht mit sich selbst redend an der Garonne spazieren und war in allem das, was man sich gewünscht hatte. Friedrich Hölderlins Tage in Bordeaux aber leben in einem Gedicht, das er Andenken genannt hat und das wahrscheinlich ein Jahr später entstanden ist. Der Nordost wehet, der Liebste unter den Winden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux dort, wo am schroffen Ufer hingehet der Steg und in den Strom tief fällt der Bach, darüber aber hinschauet ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln. Noch denket das mir wohl und wie die breiten Gipfel neiget der Ulmwald über die Mühl. Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum. An Feiertagen gehen die braunen Frauen daselbst auf seidnem Boden, zur Märzenzeit, wenn gleich ist Nacht und Tag, und über langsamen Stegen, von goldenen Träumen schwer, einwiegende Lüfte ziehen. Mancher trägt Scheue, an die Quelle zu gehen. Es beginnet nämlich der Reichtum im Meere. Sie wie Maler bringen zusammen das Schöne der Erd und verschmähen den geflügelten Krieg nicht, und zu wohnen einsam jahrlang unter dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen die Feiertage der Stadt und Seitenspiel und eingeborener Tanz nicht. Nun aber sind zu Indien die Männer gegangen, dort an der luftigen Spitz an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt und zusammen mit der prächtigen Garonne meerbreit ausgehet der Strom. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See und die Lieb auch, heftet fleißige Augen. Was bleibet aber, stiften die Dichter. Von dem Tage an, wo Hölderlin Bordeaux verlässt, bis zu jenem, wo er mit den Zeichen der beginnenden Geistesstörung wieder in Tübingen auftaucht, 2 Monate lang also, ist er völlig verschollen. Nie hat man etwas über den Weg erfahren, den er gegangen ist, nie etwas über die Gründe, weshalb er die Flucht ergriff. Welche Stimmen, die ihn riefen, hatte er im Rauschen der Garonne vernommen. In der Zeit, als er verschollen war, starb Suzette Contard, die von ihm als Diotima besungene. Fern von allem, was ihm teuer war, vollendet sich sein Schicksal. In Bordeaux beginnt die Dämmerung seines Lebens, der die 40-jährige Nacht folgen sollte. Die Garonne, dieser fremde Fluss, wird dem am Neckar Geborenen zum Schicksalsstrom. Ströme haben die Fähigkeit, Schicksal zu sammeln und zu bewahren, ebenso wie Schicksal auszulösen und zu beschleunigen. Diese Macht ist ihnen geblieben aus der Zeit, wo sie von Göttern bewohnt wurden und selbst Götter waren, bis heute. Dass sie bleiben, während doch jeder Tropfen ihres Wassers davoneilt,
macht sie ebenso unbegreiflich wie tröstlich. Sie verändern den Menschen, die Geschicke der Einzelnen wie der Völker. Euphrat und Nil, Rhein, Beresina und Wolga, das sind mehr als geografische Begriffe. Solche Ströme sind nicht nur Hindernis und Grenze, Verbindung und auswertbarer Besitz, sondern sie fließen ebenso wie im Raume auch in der Zeit, kommen aus der Vergangenheit und gehen in die Zukunft und führen so jenes ad absurdum, was wir Vergänglichkeit nennen. Nicht umsonst gibt es heilige Flüsse, deren Berührung reinigt. Allenthalben über den uralten Städten west es von Seelen im jahrlosen Feuer des Sommers. Bebt es und webet in eins Bilder von heute und eh. Nie noch ihr Zeiten wart ihr so duftig wie hier. Nie ihr Schleier so reich und herrlich. Ihr wehet ein Flimmern der Lüfte im silbrigen Weidicht am Strom, woher gespiegelt unter dem Glutlicht des Mittags die Schöne badet, die achtlos dem rinnenden Sand ihr zierliches Salbglas ließ, oder trunken von Stille das Echo schläft der fröhlichen Mädchen, die längst verstorben. Ja, ihr seid wie das immer fließende Wasser, ob der Jahrtausende Grund, wo hoch der Reiher kreist, durchdringenden Blicks und hütet das alte Geheimnis, des Knaben unsterbliches Lächeln, der drunten ruht und durch Algen herauf und Moose und kiesige Muscheln die spendenden Hände hebt und heimlich die Gegend sättigt mit Schönheit der todlos bronzenen Züge. Auch das Vergessene nährt uns. Es grünt unser Leben reicher davon. Immer wieder, als schlüg dir im eigenen Herzen aus der Tiefe der Zeit selig ein Fremdes herauf, grüßt's dich fernher. Wir leben an mythischem Ufer. Von jenseits alter Abschiede winkt es uns zu. Ein wenig, so heißt es bei Novalis, ist jeder Fluss der Acheron. Die Ströme der Unterwelt, wie die griechische Mythologie sie beschreibt, sind das sinnfälligste Bild für die Verbundenheit des menschlichen Schicksals mit dem Wasser. Charon, der finstere Fährmann, setzt die Abgestorbenen über den Acheron. Sie müssen ein Fährgeld dafür zahlen. Deshalb legte man den Toten eine Münze unter die Zunge. Das Wasser des Acheron sind die Tränen, die auf der Welt geweint werden. Und seine Wellen werden bewegt von den Seufzern der Mühsal und dem Schluchzen der Trauer. Mit Tränen und Seufzern wollen die Lebenden den geliebten Toten noch in ihrer Welt zurückhalten. Aber der Nachen des Charon setzt über Tränen und Seufzer hinweg. Im Nebel ertastet der Uferrand, Wellen lautlos die Füße benetzen. Wie breit ist der Strom, kein Drüben bekannt. Jemand führt dich an seiner Schattenhand und heißt in den Nachen dich setzen. Und plötzlich erkennst du das Nebelland, weißt die Breite des Stromes zu schätzen und weißt, wer dich führte an seiner Hand und mit dem Ruder im Nachen stand, und du nennst ihn ohne Entsetzen. Das Meer, Ziel aller Ströme. Ihr Lauf wird träger, geduldiger tragen sie die Schiffe. Wiesen breiten sich aus, Weiden mit Vieh, und der Himmel wird größer. Die Flut dringt in ihre breiten Mündungen ein, geht weit aufwärts und hemmt ihre Strömung. Wenn der Wind vom Meer her weht, spürt man den Geruch von Salz, den Geruch der Ewigkeit. Im Wasser der Flüsse, das sich ins Meer ergießt, schwimmen in feinster Auflösung viele Leben mit. Als Holz, als Sand, als Pflanzenrest, als Haar und Schuppe des Fisches.
Dieses Staubkorn stammt aus dem Gebirge. Vor Jahrhunderten trat es der Fuß einer Gemse vom Fels. Dieses Unbestimmbare ist der Rest eines Blattes, auf dem ein Knabe ein Lied zu blasen versuchte vor vielen Sommern. Dieses Holzteilchen bröckelte ab im Feuer eines Hauses, worin die Hoffnungen eines Lebens verbrannten. Dieses Haar ist die Wimper eines Mädchens, das längst gestorben ist. Millionen solcher Reste von Leben tragen die Ströme ins Meer und aus der Zeit in die Ewigkeit. Alles Wasser mündet im Meer und dennoch erschöpft es sich nie. Wasser verdunstet und steigt in Wolken auf und immer von Neuem speisen Wolken und Regen das Land. Durch die Poren der Erde sickert die Feuchtigkeit, bis sie sich sammelt in vielen Adern und als Quelle wieder zutage tritt. Ist auch dieser Kreislauf ein Gleichnis unseres Lebens? Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es. Und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. Strömt von der hohen, steilen Felswand der reine Strahl, dann stäubt er lieblich in Wolkenwellen zum glatten Fels. Und leicht empfangen, wallt er verschleiernd, leis rauschend zur Tiefe nieder. Ragen Klippen dem Sturz entgegen, schäumt er unmutig stufenweise zum Abgrund. Im flachen Bette schleicht er das Wiesental hin, und in dem glatten See weiden ihr Antlitz alle Gestirne. Wind ist der Welle lieblicher Buhler, Wind mischt vom Grund auf schäumende Wogen. Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Schicksal des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Das war Der Strom von Schicksal und Zeit, eine Hörfolge von Günter Eich zum 100. Geburtstag des Autors. Es sprachen Susanne Eggers, Uta Maria Schütz, Rudolf Jürgen Bartsch, Günter König und Walter Kreie. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1973. Dort aus, als sei ein Feuer über sie gegangen und habe sie versenkt. Meine armselige Heimat. Noch nicht lange weiß ich, dass ich sie liebe. Die Zeichen, die den großen Strom ankündigten, waren Wiesen von festerem Grün. Vereinzelt blühten gelbe und rötliche Blumen darin, Gebüsche und immer kräftigerer Baumwuchs, Weiden mit silbernen Blättern, vereinzelte Tümpel und ein rotfüßiger Storch, der bedächtig mit gesenktem Schnabel dahinging. Ja, ich ahnte, dass ich mich dem Strome näherte. Und ich dachte an die Worte meines Vaters, am Yangtze wirst du dein Glück finden. Ich hatte es eilig, zu meinem Glück zu kommen. Ich wusste damals noch nicht, dass die Geschwindigkeit dabei recht unwichtig ist. Jedenfalls habe ich es bis heute noch nicht erreicht, ohne dass ich im Geringsten an den Worten meines Vaters zweifle. Vielleicht setzt sich aber auch das Glück aus vielen kleinen Dingen zusammen, die man unbescheidenerweise nicht beachtet. Es ist also möglich, dass ich es schon hinter mir habe. Denn an solchen kleinen Dingen hat es nicht gefehlt. Ich denke an das Lächeln an links meiner kleinen Tochter, an den Wein mit Freunden vorm Jehol-Tempel getrunken, an den Geruch der Erde nach dem Frühlingsregen, aber auch an den ersten Anblick des großen Stroms. Die Weiden wurden höher und dichter, und geduldig meinte ich immer, hinter dem nächsten Gebüsch müsse das Wasser aufblitzen. Hätte ich damals schon von dem großen Strom zu lernen gewusst, ich hätte die Tugend der Geduld schon früher besessen. Niemand begegnete mir.
Es war keine große Straße, die ich dahin zog. Ich fürchtete schon, in die Irre gegangen zu sein, obwohl die Karrenspuren, denen ich folgte, doch deutlich genug waren. Endlich war er da, der Fluss. Und obwohl ich ihn doch lange erwartet hatte, erschrak ich zutiefst, als ich ihn erblickte. Nicht, dass mich seine gewaltige Breite erschreckt hätte. Meine Fantasie hatte ihn mir groß genug gezeigt. Aber ich hatte törichterweise einen ruhigen, blanken Wasserspiegel erwartet, einen See mehr als einen Fluss. Hier aber floss es. Mit sichtbarer Geschwindigkeit schoss das gelbe Wasser dahin und einen Augenblick schwindelte mir vor solcher Gewalt. Wohin wollte das? Mir schien diese Bewegung unnütz und gegen alle Vernunft. In einem jähen Blitz begriff ich das Schreckliche der Welt. Ich legte mein Bündel ab, setzte mich darauf und mir liefen plötzlich die Tränen aus den Augen. Dennoch meine ich heute, es sei eine Stunde des Glückes gewesen. Schlangen, die von den Maschinen des Schiffes bewegt wurden. So zog sich das Schiff gleichsam an der Kette Fluss auf. Diese lange Kette schien mir ungemein verwunderlich und war mir lange Zeit ein Gegenstand der Neugierde. Ja, ich konnte es vom Ufer aus sehen. Über die Schlepper lief wirklich eine Kette. Aber was war das kurze Stück, das ich erblickte, gegen ihre gewaltige, verborgene Länge? Ein wenig empörte mich die Vorstellung, denn das war doch so, als habe man den Fluss wie ein Haustier an die Kette gelegt, den großen, mächtigen Fluss. Musste er sich das wirklich gefallen lassen? Vergangene Zeit der Knabenjahre. Immer war er mir nahe, der Fluss. Winde umfuhren ihn, Donner schlug auf ihn ein, Regen mengte sich zärtlich mit ihm. Erinnerungen an heiße Nachmittage, Kahnfahrer schossen vorbei. Langsam und träumerisch sog man die Luft ein, die einen zutraulich umstrich. Eine leichte Brise rauschte kaum hörbar durch die Müdigkeit und kühlte das Blut in den Gelenken. Von Insekten zerstochen erhob man sich, jagte Ringelnattern und fuhr sich geheimnisvoll erregt über die knisternde Haut. Nachts riefen einander die Nachtigallen von Ufer zu Ufer zu. Schilffeuer brannten. Männer hockten im Kreis und brieten Barben, lachten und fluchten und schlugen sich auf die Schenkel. Korn roch weithin und mischte sich im unsichtbaren Wind mit dem Geschmack von wilden Rosen und Nusslaub. Unvergessenes Bad im Fluss, wenn man nackt zwischen Wasserpest und Froschlöffel trieb, den Morgenstern überm Scheitel und von Nebelstreifen umzogen. Und die Schatten der Liebenden aus den Wiesen huschten. Die Frösche in den Altwässern, sie sind so laut, dass ich dich nicht höre. Sie sollten noch lauter sein. Ich will nichts versäumen, was du sprichst, Juana. Es sind keine Weisheiten. Aber gewiss etwas Wichtiges. Du sollst nicht übertreiben, Pedro. Du hast es schon oft gehört. Also hast du gesagt, dass du mich liebst? Ja, Pedro. Ich aber soll die Frösche hören. Sieh, es ist gerade so hell, dass ich meine, ich könnte die Sterne sehen, wie sie sich in deinen Augen spiegeln. Hörst du nichts? Nein, ich meine nicht die Froschmusik. Was dann? Er gegangen ist, nie etwas über die Gründe, weshalb er die Flucht ergriff. Welche Stimmen, die ihn riefen, hatte er im Rauschen der Garonne vernommen. In der Zeit, als er verschollen war, starb Suzette Contard, die von ihm als Diotima besungene. Fern von allem, was ihm teuer war, vollendet sich sein Schicksal. In Bordeaux beginnt die Dämmerung seines Lebens, der die 40-jährige Nacht folgen sollte. Die Garonne, dieser fremde Fluss, wird dem am Neckar Geborenen zum Schicksalsstrom. Ströme haben die Fähigkeit, Schicksal zu sammeln und zu bewahren, ebenso wie Schicksal auszulösen und zu beschleunigen. Diese Macht ist ihnen geblieben aus der Zeit, wo sie von Göttern bewohnt wurden und selbst Götter waren, bis heute.
dass sie bleiben, während doch jeder Tropfen ihres Wassers davoneilt, macht sie ebenso unbegreiflich wie tröstlich. Sie verändern den Menschen, die Geschicke der Einzelnen wie der Völker. Euphrat und Nil, Rhein, Beresina und Wolga, das sind mehr als geografische Begriffe. Solche Ströme sind nicht nur Hindernis und Grenze, Verbindung und auswertbarer Besitz, sondern sie fließen ebenso wie im Raume auch in der Zeit, kommen aus der Vergangenheit und gehen in die Zukunft und führen so jenes ad absurdum, was wir Vergänglichkeit nennen. Nicht umsonst gibt es heilige Flüsse, deren Berührung reinigt. Allenthalben über den uralten Städten west es von Seelen im jahrlosen Feuer des Sommers. Bebt es und webet in eins Bilder von heute und eh. Nie noch, ihr Zeiten, wart ihr so duftig wie hier. Nie, ihr Schleier, so reich und herrlich. Ihr wehet ein Flimmern der Lüfte im silbrigen Weidicht am Strom, woher gespiegelt unter dem Glutlicht des Mittags die Schöne badet, die achtlos dem rinnenden Sand ihr zierliches Salbglas ließ, oder trunken von Stille das Echo schläft der fröhlichen Mädchen, die längst verstorben. Ja, ihr seid wie das immer fließende Wasser, ob der Jahrtausende Grund, wo hoch der Reiher kreist, durchdringenden Blicks, und hütet das alte Geheimnis, des Knaben unsterbliches Lächeln, der drunten ruht und durch Algen herauf und Moose und kiesige Muscheln die spendenden Hände hebt und heimlich die Gegend sättigt mit Schönheit, der... Merkte man eine Unruhe an ihm. Er war fahrig und geistesabwesend, verstand nicht, wenn man ihn anredete, und gab keine oder falsche Antworten. Er war wie jemand, der vergeblich auf etwas wartet. Stundenlang ging er außerhalb der Stadt und an der Garonne spazieren, mit sich selbst sprechend und heftig gestikulierend, wie man der Konsulin berichtete. Eines Morgens, Anfang Mai, war er verschwunden und kam nicht wieder. Es dauerte Wochen, bis man endlich einen neuen Hauslehrer bekommen konnte. Dieser schrieb keine Gedichte, ging nicht mit sich selbst redend an der Garonne spazieren und war in allem das, was man sich gewünscht hatte. Friedrich Hölderlins Tage in Bordeaux aber leben in einem Gedicht, das er Andenken genannt hat und das wahrscheinlich ein Jahr später entstanden ist. Der Nordost wehet, der Liebste unter den Winden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux, dort, wo am schroffen Ufer hingehet der Steg und in den Strom tief fällt der Bach, darüber aber hinschauet ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln. Noch denket das mir wohl und wie die breiten Gipfel neiget der Ulmwald über die Mühl. Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum. An Feiertagen gehen die braunen Frauen daselbst auf seidnem Boden, zur Märzenzeit, wenn gleich ist Nacht und Tag, und über langsamen Stegen, von goldenen Träumen schwer, einwiegende Lüfte ziehen. Mancher trägt Scheue, an die Quelle zu gehen. Es beginnet nämlich der Reichtum im Meere. Sie wie Maler bringen zusammen das Schöne der Erd und verschmähen den geflügelten Krieg nicht, und zu wohnen einsam jahrlang unter dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen die Feiertage der Stadt und Saitenspiel und eingeborener Tanz nicht. Nun aber sind zu Indien die Männer gegangen, dort an der luftigen Spitz an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt und zusammen mit der prächtigen Garonne meerbreit ausgehet der Strom. Es nehmet aber und gibt Gedächtnis die See. Und die Lieb auch heftet fleißige Augen. Was bleibet aber, stiften die Dichter.
Von dem Tage an, wo Hölderlin Bordeaux verlässt, bis zu jenem, wo er mit den Zeichen der beginnenden Geistesstörung wieder in Tübingen auftaucht, zeit, als er verschollen war, starb Suzette Contard, die von ihm als Diotima besungene. Fern von allem, was ihm teuer war, vollendet sich sein Schicksal. In Bordeaux beginnt die Dämmerung seines Lebens, der die 40-jährige Nacht folgen sollte. Die Garonne, dieser fremde Fluss, wird dem am Neckar Geborenen zum Schicksalsstrom. Ströme haben die Fähigkeit, Schicksal zu sammeln und zu bewahren, ebenso wie Schicksal auszulösen und zu beschleunigen. Diese Macht ist ihnen geblieben aus der Zeit, wo sie von Göttern bewohnt wurden und selbst Götter waren, bis heute. Dass sie bleiben, während doch jeder Tropfen ihres Wassers davoneilt, macht sie ebenso unbegreiflich wie tröstlich. Sie verändern den Menschen, die Geschicke der Einzelnen wie der Völker. Euphrat und Nil, Rhein, Beresina und Wolga, das sind mehr als geografische Begriffe. Solche Ströme sind nicht nur Hindernis und Grenze, Verbindung und auswertbarer Besitz, sondern sie fließen ebenso wie im Raume auch in der Zeit, kommen aus der Vergangenheit und gehen in die Zukunft und führen so jenes ad absurdum, was wir Vergänglichkeit nennen. Nicht umsonst gibt es heilige Flüsse, deren Berührung reinigt. Allenthalben über den uralten Städten west es von Seelen im jahrlosen Feuer des Sommers. Bebt es und webet in eins Bilder von heute und eh. Nie noch ihr Zeiten wart ihr so duftig wie hier. Nie ihr Schleier so reich und herrlich. Ihr wehet ein Flimmern der Lüfte im silbrigen Weidicht am Strom, woher gespiegelt unter dem Glutlicht des Mittags die Schöne badet, die achtlos dem rinnenden Sand ihr zierliches Salbglas ließ, oder trunken von Stille das Echo schläft der fröhlichen Mädchen, die längst verstorben. Ja, ihr seid wie das immer fließende Wasser, ob der Jahrtausende Grund, wo hoch der Reiher kreist, durchdringenden Blicks und hütet das alte Geheimnis, des Knaben unsterbliches Lächeln, der drunten ruht und durch Algen herauf und Moose und kiesige Muscheln die spendenden Hände hebt und heimlich die Gegend sättigt mit Schönheit der todlos bronzenen Züge. Auch das Vergessene nährt uns. Es grünt unser Leben reicher davon. Gefallen lassen? Vergangene Zeit der Knabenjahre. Immer war er mir nahe, der Fluss. Winde umfuhren ihn, Donner schlug auf ihn ein, Regen mengte sich zärtlich mit ihm. Erinnerungen an heiße Nachmittage, Kahnfahrer schossen vorbei. Langsam und träumerisch sog man die Luft ein, die einen zutraulich umstrich. Eine leichte Brise rauschte kaum hörbar durch die Müdigkeit und kühlte das Blut in den Gelenken. Von Insekten zerstochen erhob man sich, jagte Ringelnattern und fuhr sich geheimnisvoll erregt über die knisternde Haut. Nachts riefen einander die Nachtigallen von Ufer zu Ufer zu. Schilffeuer brannten. Männer hockten im Kreis und brieten Barben, lachten und fluchten und schlugen sich auf die Schenkel. Korn roch weithin und mischte sich im unsichtbaren Wind mit dem Geschmack von wilden Rosen und Nusslaub. Unvergessenes Bad im Fluss, wenn man nackt zwischen Wasserpest und Froschlöffel trieb, den Morgenstern überm Scheitel und von Nebelstreifen umzogen. Und die Schatten der Liebenden aus den Wiesen huschten. Die Frösche in den Altwässern, sie sind so laut, dass ich dich nicht höre. Sie sollten noch lauter sein. Ich will nichts versäumen, was du sprichst, Juana. Es sind keine Weisheiten. Aber gewiss etwas Wichtiges. Du sollst nicht übertreiben, Pedro. Du hast es schon oft gehört.
Also hast du gesagt, dass du mich liebst? Ja, Pedro. Ich aber soll die Frösche hören. Sieh, es ist gerade so hell, dass ich meine, ich könnte die Sterne sehen, wie sie sich in deinen Augen spiegeln. Hörst du nichts? Nein, ich meine nicht die Froschmusik. Was dann? Ich weiß es nicht. Was hast du, Juana? Sind deine Augen nass? Nichts. Dein Herz schlägt schneller. Hörst du nicht eine Musik? Wie von einer Weidenflöte? Nein. Vielleicht täusche ich mich. Es wäre gut, wenn ich mich täuschte. Wie meinst du das? Ich habe Angst. Halte mich fest, Herr Pedro. Angst? Wovor? Die Zunge. Das Wasser des Acheron sind die Tränen, die auf der Welt geweint werden. Und seine Wellen werden bewegt von den Seufzern der Mühsal und dem Schluchzen der Trauer. Mit Tränen und Seufzern wollen die Lebenden den geliebten Toten noch in ihrer Welt zurückhalten. Aber der Nachen des Charon setzt über Tränen und Seufzer hinweg. Im Nebel ertastet der Uferrand. Wellen lautlos die Füße benetzen. Wie breit ist der Strom? Kein Drüben bekannt. Jemand führt dich an seiner Schattenhand und heißt in die Nachen dich setzen. Und plötzlich erkennst du das Nebelland, weißt die Breite des Stromes zu schätzen und weißt, wer dich führte an seiner Hand und mit dem Ruder im Nachen stand. Und du nennst ihn ohne Entsetzen. Das Meer, Ziel aller Ströme. Ihr Lauf wird träger, geduldiger tragen sie die Schiffe. Wiesen breiten sich aus, Weiden mit Vieh, und der Himmel wird größer. Die Flut dringt in ihre breiten Mündungen ein, geht weit aufwärts und hemmt ihre Strömung. Wenn der Wind vom Meer her weht, spürt man den Geruch von Salz, den Geruch der Ewigkeit. Im Wasser der Flüsse, das sich ins Meer ergießt, schwimmen in feinster Auflösung viele Leben mit, als Holz, als Sand, als Pflanzenrest, als Haar und Schuppe des Fisches. Dieses Staubkorn stammt aus dem Gebirge. Vor Jahrhunderten trat es der Fuß einer Gemse vom Fels. Dieses Unbestimmbare ist der Rest eines Blattes, auf dem ein Knabe ein Lied zu blasen versuchte vor vielen Sommern. Dieses Holzteilchen bröckelte ab im Feuer eines Hauses, worin die Hoffnungen eines Lebens verbrannten. Dieses Haar ist die Wimper eines Mädchens, das längst gestorben ist. Millionen solcher Reste von Leben tragen die Ströme ins Meer und aus der Zeit in die Ewigkeit. Alles Wasser mündet im Meer und dennoch erschöpft es sich nie. Wasser verdunstet und steigt in Wolken auf und immer von Neuem speisen Wolken und Regen das Land. Durch die Poren der Erde sickert die Feuchtigkeit, bis sie sich sammelt in vielen Adern und als Quelle wieder zutage tritt. Ist auch dieser Kreislauf ein Gleichnis unseres Lebens? Alles ist an ein Jenseits nur Glauben. Und du ist ich, gewiss und rein. Zuletzt steigen Nebel und Wolkenzinnen in mir auf wie die göttliche Kaiserpfalz. Ich ahne, die Ewigkeit will beginnen. Mit einem Duft von Salz. Auf der Straße, die nach Süden führte, wanderte ich fort und fort, 3 Tage lang, bis ich den großen Strom erreichte. Schon Stunden vorher kündigte er sich durch mancherlei Zeichen an, durch Dinge,
die einem Flussbewohner vielleicht nicht bemerkenswert erschienen wären, mir aber das Herz schneller schlagen ließen und mich in eine unruhige Erwartung versetzten. Ich vergaß die Müdigkeit und die Schwere meines Reisebündels und beschleunigte meinen Schritt. Mein Heimatdorf liegt in einem so trockenen Landstrich, dass ich heute nicht mehr recht begreife, warum sich Menschen dort ansiedelten. Vielleicht war es früher anders. Aber heute gibt es keine Quellen in Poyang. Das Wasser wird mit Eimern an langen Ketten aus sehr tiefen Brunnen geschöpft. Das ist mühsam im Vergleich zu den Wasserleitungen in Shanghai. Und auch, wenn man nur an eine klare Gebirgsquelle denkt, die einem handnahe ist und von erfrischender Kühle. Damals jedenfalls kannte ich nur die Brunnen meiner Heimat und die dürre Erde mit dem spärlichen Graswuchs. Alle Pflanzen sahen dort aus, als sei ein Feuer über sie gegangen und habe sie versenkt. Meine armselige Heimat. Noch nicht lange weiß ich, dass ich sie liebe. Die Zeichen, die den großen Strom ankündigten, waren Wiesen von festerem Grün. Vereinzelt blühten gelbe und rötliche Blumen darin, Gebüsche und immer kräftigerer Baumwuchs, Weiden mit silbernen Blättern, vereinzelte Tümpel und ein rotfüßiger Storch, der bedächtig mit gesenktem Schnabel dahinging. Ja, ich ahnte, dass ich mich dem Strome näherte. Und ich dachte an die Worte meines Vaters, am Yangtze wirst du dein Glück finden. Ich hatte es eilig, zu meinem Glück zu kommen. Ich wusste damals noch nicht, dass die Geschwindigkeit dabei recht unwichtig ist. Jedenfalls habe ich es bis heute noch nicht erreicht, ohne dass ich im Geringsten an den Worten meines Vaters zweifle. Vielleicht setzt sich aber auch das Glück aus vielen kleinen Dingen zusammen, die man unbescheidenerweise nicht beachtet. Es ist also möglich, dass ich es schon hinter mir habe. Denn an solchen kleinen Dingen hat es nicht gefehlt. Ich denke an das Lächeln an links meiner kleinen Tochter, an Doro. Juana, wo bist du plötzlich? Ich sehe dich nicht mehr. Der junge Mann aus Brasilien, der sich in die Tochter des Flusses verliebte, hat Glück gehabt, dass sie sich rechtzeitig in nichts oder in ein wenig Wasserdampf auflöste. Mir ist es schlechter ergangen. Ich war mit einer Flussgöttin verheiratet. Das heißt, ich bin es noch. Denn ich bin sicher, dass Aquabella noch lebt, wenn auch seit vielen Jahren kein Mensch auf dieser Erde mehr etwas von ihr gehört und gesehen hat. Ich sage, mir ist es schlechter gegangen, aber ich könnte auch sagen, besser. Offen gesagt wäre ich froh, wenn sie wieder auftauchte, denn sie war schön und liebevoll und wir waren uns zugetan. Aber sie hatte ihre Eigenarten und ich möchte niemandem raten, sich mit einer Wasserfrau einzulassen, wenn er nicht ein übermenschliches Maß von Geduld hat. Aquabella stammte in gerader Linie vom Orinoco ab. Ihr Großvater war der Amur, die Großmutter mütterlicherseits die Loire. Auch zur Donau und Theiß sowie zur Aller hatte sie verwandtschaftliche Beziehungen. Sie war sehr stolz auf ihre Abstammung. Nur die Verbindung zur Aller erwähnte sie ungern. Diese schien einem Fehltritt oder einer Mésalliance eines ihrer Vorfahren zu entstammen. Ich lernte Aquabella auf einer Gesellschaft kennen, die der amerikanische Botschafter in Lissabon zu Ehren des Internationalen Wasserwirtschaftlichen Kongresses gab. Von meiner Seite aus war es eine Liebe auf den ersten Blick und Aquabella. Aber nein, ich will ja keine Liebesgeschichte erzählen. Und auch nicht davon, wie Aquabella mit ihrer ganzen Fluss- und Wasserverwandtschaft brach, um mich zu heiraten. Nein, ich will nur ein wenig von den Schwierigkeiten berichten, die sich während unserer Ehe trotz aller Liebe ergaben. Und möchte damit den einen oder anderen jungen Mann nachdenklich machen, der sich in ein ähnliches Abenteuer zu stürzen gedenkt. Einige Jahre später also sehen sie uns verheiratet. Wir hatten zuerst recht wenig Geld und konnten uns keine Aufwartung leisten. Aquabella musste selbst die Wohnung in Ordnung halten und das war furchtbar. Nicht, dass sie unordentlich gewesen wäre, im Gegenteil. Eimerweise goss sie das Wasser über die Dielen, dass es durch die Ritzen der Wohnungstür hinaus und über die Treppe hinabfloss. Das Parkett faulte in kürzester Frist, die Teppiche waren immer feucht und in aller Unschuld legte Aquabella damals den Grundstein zu meinem Rheumatismus. Natürlich drang das Wasser in die darunterliegende Wohnung.
Die Mieter beschwerten sich und wir mussten ausziehen. Wir wechselten 6-mal die Wohnung, bis es mir gelang, ein kleines Haus zu mieten, das ich später kaufte. Glücklicherweise hatten wir dann ein Dienstmädchen, sodass es mir gelang, den Schwamm aus dem Hause fernzuhalten. In dieser Zeit... Und es war sehr beruhigend zu wissen, was ich jetzt zu tun hatte. Die Tür ging auf und gab den Weg für den Bach frei, der durch den Hausflur strömte und nun einen Seitenarm ins Zimmer entsandte. Ich stolperte hinaus. Die anderen mussten dicht hinter mir sein, die Lampe leuchtete mir. Ich verlor den Boden unter den Füßen, die Flut erfasste mich und trug mich fort. Am Pfosten der Hintertür konnte ich mich noch einmal halten. In der Finsternis gurgelte und brodelte es. Die Kuh aus dem Stall, dachte ich, und ließ los. Wenn ich Glück hatte, musste mich die Strömung an die Ecke des Stallgebäudes treiben. Vielleicht konnte ich mich an der Stallmauer entlang arbeiten und den höher gelegenen Eingang erreichen. Vielleicht aber riss mich die Flut am Stall vorbei in den Strom hinaus. Die anderen mussten mir folgen. Es gab keine Wahl mehr. Ich prallte unsanft gegen die Mauer und krallte mich fest, um nicht von den Wirbeln fortgezogen zu werden. Hier, schrie ich, Serafima! Aber ich hörte nichts im Rauschen der Flut. Das Licht war erloschen. Es gab nichts als Finsternis und die Mauer, die ich an meinen blutenden Fingern fühlte. Die Kuh aus dem Stall, dachte ich, und stemmte mich gegen das Wasser. Langsam kam ich höher. Die Flut reichte mir nur noch bis an den Bauch, bis an die Schenkel. Auf einmal hörte ich die Kuh brüllen, und dieses Zeichen von Leben gab mir Mut. Wenn ich Glück hatte, war auch das Schwein nicht ertrunken. Vielleicht konnte ich es auch retten. Oh, ich hatte viel Glück. Ich brachte beide Tiere auf den Deich. Der Strom wollte sie nicht. Er wollte auch mich nicht und Gregor nicht. Er wollte Serafima, die ein Kind in ihrem Leibe trug, und es sollte mir ähnlich sehen. Und er wollte den kleinen Paul, Gregors und Serafimas Sohn, deren Liebe kein Priester gesegnet hatte. Oh ja, ich hatte viel Glück. Ein schreckliches Glück. Nie wäre mir der Gedanke gekommen, ich dürfe etwas anderes tun, als was Serafima befahl, die Kuh aus dem Stall. Was aber befahl sie denn jetzt? An wen sollte ich mich halten? Sie waren von der Flut in den Strom hinausgetrieben worden. Gregor kam unterhalb des Dorfes an Land. Ich sah ihn erst gegen Mittag des nächsten Tages wieder. 4 Wochen später verließen wir den Strom, Gregor und ich, und nahmen unser altes gemeinsames Vagabundenleben wieder auf. Wir hatten viel Geld für den Winter. Die Kuh hatte 50 Dinar eingebracht und das Schwein 12. Aber wir freuten uns nicht darüber. Aus der Tiefe der Zeit selig ein Fremdes herauf, grüßt dich fernher. Wir leben an mythischem Ufer. Von jenseits alter Abschiede winkt es uns zu. Ein wenig, so heißt es bei Novalis, ist jeder Fluss der Acheron. Die Ströme der Unterwelt, wie die griechische Mythologie sie beschreibt, sind das sinnfälligste Bild für die Verbundenheit des menschlichen Schicksals mit dem Wasser. Charon, der finstere Fährmann, setzt die Abgestorbenen über den Acheron. Sie müssen ein Fährgeld dafür zahlen. Deshalb legte man den Toten eine Münze unter die Zunge. Das Wasser des Acheron sind die Tränen, die auf der Welt geweint werden. Und seine Wellen werden bewegt von den Seufzern der Mühsal und dem Schluchzen der Trauer. Mit Tränen und Seufzern wollen die Lebenden den geliebten Toten noch in ihrer Welt zurückhalten. Aber der Nachen des Charon setzt über Tränen und Seufzer hinweg. Im Nebel ertastet der Uferrand. Wellen lautlos die Füße benetzen. Wie breit ist der Strom? Kein Drüben bekannt. Jemand führt dich an seiner Schattenhand und heißt in den Nachen dich setzen. Und plötzlich erkennst du das Nebelland, weißt die Breite des Stromes zu schätzen und weißt, wer dich führte an seiner Hand und mit dem Ruder im Nachen stand, und du nennst ihn ohne Entsetzen.
Das Meer, Ziel aller Ströme. Ihr Lauf wird träger, geduldiger tragen sie die Schiffe. Wiesen breiten sich aus, Weiden mit Vieh, und der Himmel wird größer. Die Flut dringt in ihre breiten Mündungen ein, geht weit aufwärts und hemmt ihre Strömung. Wenn der Wind vom Meer her weht, spürt man den Geruch von Salz, den Geruch der Ewigkeit. Im Wasser der Flüsse, das sich ins Meer ergießt, schwimmen in feinster Auflösung viele Leben mit, als Holz, als Sand, als Pflanzenrest, als Haar und Schuppe des Fisches. Dieses Staubkorn stammt aus dem Gebirge. Vor Jahrhunderten trat es der Fuß einer Gemse vom Fels. Dieses Unbestimmbare ist der Rest eines Blattes, auf dem ein Knabe ein Lied zu blasen versuchte vor vielen Sommern. Dieses Holzteilchen bröckelte ab im Feuer eines Hauses, worin die Hoffnungen eines Lebens eingesetzt, der Gedichte geschrieben und sogar einen Roman veröffentlicht haben soll unter dem Titel Hyperion oder Der Eremit in Griechenland. Es heißt, das sei recht krauses Zeug, aber wenn er die Kinder ordentlich unterrichtet, soll das den Konsul nicht kümmern. Aber er hat rechten Ärger mit diesem Friedrich Hölderlin gehabt. Zuerst war man ganz zufrieden mit ihm, er war bescheiden, vielleicht etwas zu sehr in sich gekehrt, aber die Kinder mochten ihn. Nach einigen Wochen bemerkte man eine Unruhe an ihm. Er war fahrig und geistesabwesend, verstand nicht, wenn man ihn anredete und gab keine oder falsche Antworten. Er war wie jemand, der vergeblich auf etwas wartet. Stundenlang ging er außerhalb der Stadt und an der Garonne spazieren, mit sich selbst sprechend und heftig gestikulierend, wie man der Konsulin berichtete. Eines Morgens, Anfang Mai, war er verschwunden und kam nicht wieder. Es dauerte Wochen, bis man endlich einen neuen Hauslehrer bekommen konnte. Dieser schrieb keine Gedichte, ging nicht mit sich selbst redend an der Garonne spazieren und war in allem das, was man sich gewünscht hatte. Friedrich Hölderlins Tage in Bordeaux aber leben in einem Gedicht, das er Andenken genannt hat und das wahrscheinlich ein Jahr später entstanden ist. Der Nordost wehet, der Liebste unter den Winden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux, dort, wo am schroffen Ufer hingehet der Steg und in den Strom tief fällt der Bach, darüber aber hinschauet ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln. Noch denket das mir wohl und wie die breiten Gipfel neiget der Ulmwald über die Mühl. Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum. An Feiertagen gehen die braunen Frauen daselbst auf seidnem Boden, zur Märzenzeit, wenn gleich ist Nacht und Tag, und über langsamen Stegen, von goldenen Träumen schwer, einwiegende Lüfte ziehen. Mancher trägt Scheue, an die Quelle zu gehen. Es beginnet nämlich der Reichtum im Meere. Sie wie Maler bringen zusammen das Schöne der Erd und verschmähen den geflügelten Krieg nicht. Und zu wohnen einsam jahrlang unter dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen die Feiertage der Stadt und Saitenspiel und eingeborener Tanz nicht. Nun aber sind zu Indien die Männer gegangen, dort an der luftigen Spitz an Traubenbergen, wo herab die Dordogne kommt. Und zusammen mit der prächtigen